Und wieder mal recht herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein Ausflug in den Allgäu zur Staatslachklamm. Und wer im Allgäu Urlaub macht, der sollte sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen, die Staatslachklamm zu besuchen. Der natürliche Schöpfer der Klamm ist die Staatslach, die zwischen Gründen und Werterer Horn in 1070 Meter Höhe entspringt. Erst im Jahr 1932 wurde die Staatslachklamm erschlossen. Die Klamm gilt als Nummulitenklamm. Das lateinische Wort für Nummus bedeutet Münze. Gemeint sind damit die münzförmigen Tierreste mit Kalkschalen, die im Mittel oligozän bei der Alpenbildung vor etwa 30 Millionen Jahren im Meerschlamm verschwanden. Darunter finden sich in der Staatslachklamm auch Versteinerungen der seltenen Krabbe Xanthopsis. So, ich könnte mich hoffentlich hören. Es ist halt relativ laut. Wir sind hier an der Staatslachklamm bei Sonthofen. Eine Klamm, die in sich hat, ein bisschen steil auf. Und heute richtig rutschig und glitschig, weil es gestern geregnet hat. Das Wasser ist auch sehr trübe. Also tolle Bilder gibt es diesmal nicht. Aber also richtig anstrengend ist es schon. Also, und ist auch richtig rutschig hier. Verdammt gutes Schuhwerk, ganz wichtig, immer anziehen und gucken auf die Füße, wo man hinläuft, nicht nur auf die Kameras. Ja, die Staatslachklamm kostet 3,50 Euro pro Person und ist also richtig steil hier hoch. Gute Kondition wäre wichtig und sucht euch nicht so einen heißen Tag raus, sondern schön wie heute mit 20 Grad Celsius. Bei Gegenverkehr kann es ganz schön eng werden. Und oft müsst ihr Platz machen. Auch viele Legenden und Sagen gibt es über diese Klamm. Allerdings möchte ich sie hier nicht näher erläutern. Auf jeden Fall ein mystischer Platz. Hier seht ihr die Insta360 One X2 Kamera, die ich an einem langen Stock mit 3 Meter Länge hier nach unten gleiten lasse. Auf jeden Fall, wenn man weiter hoch geht, wird es immer enger und man muss recht gut aufpassen, wohin man tritt. Meine Frau bekam zum Schluss wackelige Knie und sagte, nee, weiter gehe ich hier nicht mehr, gehen wir lieber wieder zurück. Es kann zwar nichts passieren, man hat ein gutes Geländer mit Stahlseilen, allerdings ist es für kleine Kinder nicht geeignet. Ebenso sollte man hier auch keine Hunde mitnehmen. Und zum Glück waren nicht so viele Leute an diesem Tag auf der Klamm. Ich kann mir vorstellen, dass am Wochenende hier doch viel, viel mehr Leute unterwegs sind. Ein Rundweg dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Wenn man die Klamm aufwärts geht und von oben wieder herunterläuft. Wir haben uns ab der zweiten Brücke entschieden, wieder zurückzulaufen. Angekommen an der Klammwirtschaft vorne dran, am Eingang, haben wir uns erstmal eine Stärkung gegönnt. Auf jeden Fall ein wunderschöner Ort, der zeigt, wie toll die Naturgewalten sind.
Allerdings die Motive waren nicht ganz so toll, da das Wasser sehr trübe war von dem vielen Regen. Fazit von der Klamm: ein tolles Ausflugsziel für Jung und Alt. Nicht ganz so jung, bitte nicht Kleinkinder, das wäre nicht so toll. Aber wer etwas fit ist, kann hier wunderbar entlang laufen und muss sich auch nicht fürchten. Nur bitte nicht nach dem Regen, weil dann ist es doch recht rutschig. Weiterfahrt zur Mariengrotte Rauns bei Waltenhofen. Abseits von Waltenhofen liegt in einem kleinen Wäldchen eine Mariengrotte, die künstlich angelegt wurde. Vom Waltenhofener Ortsausgang, wo man parken kann, liegt ungefähr 500 Meter weg, abseits das kleine Wäldchen, wo die Mariengrotte versteckt ist. Wir befinden uns hier in einer Mariengrotte bei Rauns in Nähe von Waltenhofen. Und das ist eine Grotte, die ist künstlich angelegt worden von einem Bauern, der hier 1916 bis 18 die Grotte angelegt hat. Ja, die Grotte hat er angelegt, weil er nämlich vergessen wurde, in den Wehrdienst zu gehen, sprich in den Ersten Weltkrieg. Und aus Dank dafür, oh, jetzt ist gerade laut. Ja, aus Dank dafür hat er hier die Grotte gebaut für Maria, damit er einfach befreit wurde vom Krieg und hat sich hier wirklich 2 Jahre lang Mühe gegeben, diese Grotte zu erstellen. Wieder mal ein mysteriöser Ort, schon ein bisschen komisch. Auch hier gibt es noch einen Kreuzgang, den werden wir jetzt gleich noch anschließend anschauen. Ja, und im kleinen Wäldchen bei Rauns eine Mariengrotte zu richten, das ist schon eine Mordsaufgabe. Und aus Dankbarkeit hatte der Bauer diese Grotte errichtet, dafür, dass er vom Wehrdienst verschont geblieben war. Der hat sich 2 Jahre lang schon ganz schön Mühe gegeben, um aus Beton, Kies und Sand diese Grotte zu errichten. Und gleich neben der Grotte ist dieser Kreuzweg von dem Leiden des Jesus Christus. Und auch wieder mal ein mysteriöser Ort, den man nicht gleich versteht. Ja, und langsam geht mein Film auch wieder dem Ende zu. 2 mysteriöse Orte, diesmal die Staatslachklamm, ein mysteriöser Ort, wenn das Wasser tosend in die Tiefe stürzt, und die Mariengrotte Rauns bei Waltenhofen, ebenso mysteriös. Und wenn euch mein Film auch bis hierher noch gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für ein Abo oder auch ein Like. Vielen Dank, bis bald, euer Markus Heine.